Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle zur Diskussion Das Geschäft mit der Vorhaut. Wir haben die Ehre, hier fünf hochkarätige Experten zu Gast zu haben, die dieses Thema jetzt diskutieren werden. Ich begrüße Herrn Dr. Bernhard Stier. Er ist Kinder- und Jugendarzt und Beauftragter für Jungenmedizin und Jungengesundheit des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte e.V. Guten Morgen. Guten Morgen auch an Herrn Dr. Wolfgang Bühmann. Er ist Urologe auf Sylt. Und ich begrüße Herrn Professor Dr. Matthias Franz, Professor für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Günther Neubauer vom Netzwerk Jungen- und Männergesundheit und Volker Handke vom Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse. Guten Vielen Morgen. Dank, dass Sie heute Morgen für diese 90 Minuten Live-Diskussion sich bereit erklärt haben und dieses Thema so intensiv vorbereitet haben. Herr Dr. Stier, darf ich Sie bitten, uns in dieses Thema, was ja, wenn man den Titel erstmal hört, das Geschäft mit der Vorhaut vielleicht ungläubiges Staunen hervorruft. Wie soll man darüber 90 Minuten reden und was handelt es sich da eigentlich? Können Sie uns bitte in dieses Thema kurz einführen? Herr Dr. Stier, Sie haben das Wort. Ja, sehr gerne. Und dieses Erstaunen hat mich eigentlich auch gepackt, als ich im Zuge der Vorbereitung für ein Buchkapitel über die Phimose und die Beschneidungspraxis auf diese anfangs gezeigte Grafik gestoßen bin. Und mein nächstes Bild, dabei natürlich noch mehr Artikel im Laufe der Zeit zusammenkamen, wo ich dann feststellen musste, was passiert da überhaupt? Da werden offensichtlich Neugeborene beschnitten und die Vorhaut wird benutzt, zum Beispiel auch für Kosmetika. Und ich konnte das einfach erstmal überhaupt gar nicht glauben, dass so etwas möglich ist. Und habe dann natürlich weiter geforscht und mich etwas intensiver mit dieser Thematik beschäftigt. Demnächst wird auch da ein Artikel rauskommen. Ich möchte ganz kurz Sie einfach mal hineinbringen in diese Thematik, indem ich Ihnen so ein paar Dinge aufzeige, über die wir nachher sicherlich auch diskutieren werden. Nächste Folie mal zu sehen ist dort die AWMF-Leitlinie, die unter anderem besagt, und das ist die letzte Leitlinie, sie wird zurzeit wieder überarbeitet von 2017. Man muss dazu sagen, es gibt zum Glück bezüglich verschiedenster Themen in der Medizin Leitlinien. Das ist ein Wissenschaftsgremium in unterschiedlichster Zusammensetzung mit hochkarätigen Institutionen und Vertretern, die auf diese Art und Weise einen medizinischen Standard festlegen möchten. Es ist keine Richtlinie, aber diese Leitlinien haben eigentlich schon vielerorts Richtliniencharakter und es ist gut, wenn man sich an diese Leitlinien hält bei allen möglichen Behandlungsmethoden. Und da steht zum Beispiel die Vorhaut, das Präputium, ist ein physiologischer Bestandteil des männlichen äußeren Genitales mit zahlreichen unterschiedlichen und Funktionen. Die operative Entfernung, die man auch Zirkumzision nennt, bedarf eines Rechts- und Wertesystems, einer medizinischen Indikationsstellung. Das klingt eigentlich alles sehr logisch. Diese unterscheidet sich hinsichtlich des Anspruchs nicht von den anderen operativen Eingriffen. So weit, so gut. Da denke ich, wird jeder erstmal mit d'accord gehen. Nächste Folie. Wir sehen hier, dass die Beschneidung durchaus etwas nicht Seltenes ist in Deutschland. Wir müssen von einer relativ hohen Dunkelziffer ausgehen, weil es sich hierbei nur um Inanspruchnahme medizinischer Leistungen handelt, wo diese Zahlen erhoben wurden. Noch dazu 2007 die KIK-Studie, diese Kinder- und Jugendgesundheitssurvey, hat leider Gottes diese Thematik in der sogenannten zweiten Welle, die bis 2016 läuft, nicht wieder aufgenommen, sodass wir eigentlich nur auf diese älteren Daten zurückgreifen müssen. Das sind Daten, die aus den Kliniken und den niedergelassenen Sektoren kommen, wobei es sicherlich
so ist, dass die Beschneidungspraxis, wie wir ja wissen, auch gerade was die religiöse Beschneidung aus religiösen Gründen angeht, doch relativ häufig nicht unter medizinischen Kautelen und nach medizinischen Kautelen vorgenommen wird, sodass diese Daten sicherlich höher anzusetzen sind. Worauf ich auch gestoßen bin, ist dieses Manual von der WHO herausgegeben. Und was ich sehr bedenklich finde, da steht auf Seite 18, dass eine routinemäßig durchgeführte Beschneidung einer normalen Vorhaut bei einem Neugeborenen nach bestimmten Kautelen durchgeführt werden soll. Das ist also so eine Art Handlungsanweisung, gerade für die sogenannten Dritte Weltländer. Sicherlich ein erstmal primär einleuchtender Standard. Nur es wird dann in keinster Weise reflektiert, dass eigentlich eine normale Vorhaut, gerade auch bei Neugeborenen, von denen wir wissen, dass sie zu über 96% überhaupt gar nicht beschnitten werden müssen aus medizinischer Indikation, also eine intakte Vorhaut, dass es dafür gar keine rechtfertigende Indikation gibt. Und man muss davon ausgehen, dass leider Gottes in vielen Ländern eine Beschneidung, also bei Neugeborenen, durchgeführt wird, aus welchen Gründen auch immer, sicherlich aber nicht aus einer rechtfertigenden medizinischen Indikation. In der nächsten Folie sehen wir nämlich, dass die Gewinnung von Zellen aus intakter Vorhaut darauf angewiesen ist, dass wir es eben mit einer intakten Vorhaut zu tun haben, weil diese Vorhaut natürlich frei von irgendwelchen Infektionserregern sein muss und diese Vorhaut ja nur verwendet werden kann, wenn sie nicht schon durch irgendwelche Erkrankungen, wie zum Beispiel eben auch eine durch Vernarbung, durch Entzündung hervorgerufene Vernarbung, nicht schon verändert wird. Und diese Vorhaut ist, und da gibt es auch wieder Artikel, die sagen, also von einem Abfallprodukt, so wie man das dann bezeichnet, hin zu einer ganz wichtigen biomedizinischen Grundlage. Diese Vorhaut verfügt über verschiedene Zellen, Endothelzellen, Keratinozyten und so weiter. Wichtig sind zum Beispiel gerade die Fibroblasten, aus denen man dann eben weiter Verwendungsmöglichkeiten sich ergeben, zum Beispiel auch Hauttransplantate und eben leider Gottes auch noch dazu in der Kosmetikindustrie. Das heißt, hier ist eine intakte Vorhaut die Grundlage und eine intakte Vorhaut, das leuchtet ja eigentlich ein, muss ja überhaupt gar nicht beschnitten werden. Was ist also die medizinische Indikation dafür? Und dann sehen wir, dass es da sehr unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten gibt. Man kann eben Stammzellen aus der Vorhaut gewinnen. Die Fibroblasten selbst haben eine stammzellartige Wirksamkeit, die sich dann eben in entsprechenden Medien auch vermehren lässt. Und da gibt es ganz unterschiedlichste Verwendungsmöglichkeiten bis hin natürlich auch zu Hauttransplantation bei Verbrennungsopfern. Nächste Folie zeigt, dass da ein weitläufiges Angebot ist. Hier ist nur eines von vielen. Wir sehen erstmal auf der linken Seite, dass es sich hierbei um das Angebot einer neugeborenen, intakten neugeborenen Vorhaut handelt und dass dafür ein Preis verlangt wird von immerhin fast $600. Und so sind auch die anderen Angebote immer wieder in dieser Preislage. Und es ist klar, dass das natürlich entsprechend auch die Vorhaut aufbereitet wird und so weiter, dass sie dann eben für unterschiedlichste Zwecke verwendet werden kann. Gehen wir mal auf das nächste. Und da sehen wir, das sind zum Beispiel die sogenannten Hersteller, wo man spricht dann auch von Ernte. Eben, das ist auch wieder so ein sehr fragwürdiger Begriff in diesem Zusammenhang, die dann entsprechend so Vorhautpräparate und aufbereitet Vorhaut, Fibroblastenkulturen anbieten, dann ergibt sich natürlich daraus die Frage, muss es denn eine Neugeborenenvorhaut sein? Warum? Ich sagte schon anfangs, dass die Neugeborenenvorhaut insofern ganz wichtig ist, weil sie eben eine große Wahrscheinlichkeit hat, frei von Keimen zu sein, von Erkrankungen zu sein und sich natürlich aufgrund ihrer Zellzusammensetzung sehr gut scheinbar eignet, um eben zum Beispiel eine Gewebeanzüchtung zu machen. Aber es gibt da ganz andere Möglichkeiten der Gewebeanzüchtung, dass die bei diesem sogenannten Tissue
Engineering auch Körperzellen an anderen Stellen entnommen werden können, die dann in vitro angezüchtet werden, und zumal bei Erwachsenen, die dazu ihre Einwilligung geben, dass sie eben für sich selbst oder eben, wie man es aus der Transplantation anderer Organe auch kennt, da Gewebe von sich für andere zur Verfügung stellen. Diese Folie sehen wir nachher übrigens dann nochmal, wenn es um die Alternativen geht. Im Säuglingsalter besteht keine medizinische Indikation zur Therapie der Vorhautenge. Da sind sich eigentlich alle Experten einig, denn zu über 96% gibt es eben gar keine Erkrankungen, und die Verengung, Vorhautverengung, die wir bei Neugeborenen finden, ist ein physiologischer Zustand, der eben dem Schutz der Glanzpenis dient, ein Infektionsschutz und gleichzeitig natürlich auch, dass dieser Penis, der neugeborene Penis, eben vor Infektionen und vor Irritationen geschützt werden kann. Die medizinische Anwendung von Vorhaut, da gibt es eine sehr, sehr gute Zusammenfassung in diesem Journal of Contemporary Health Law and Policy, die von 1998 bis 2015 das alles untersucht und eben festgestellt hat, dass die medizinische Anwendung von Vorhautmaterial, welches von Lebensspendern stammt, ist gemäß der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Biomedizin völkerrechtlich verboten. Selbst wenn also eine Verwendung beschnittener Vorhaut ethisch wäre, was sie eigentlich nicht ist, hätte Ärzten sicherlich die Pflicht, den Eltern diesen potenziellen Interessenkonflikt offenzulegen. Also deutlich zu machen, halt, stopp, da gibt es eine rechtliche Barriere dazu, die sinnvollerweise auch besteht, dass hier eben nicht ein, muss man ja sagen, Organhandeln dann zustande kommt und eine Organentnahme zustande kommt, die eben aus medizinischer Sicht und aus völkerrechtlicher Sicht verboten ist. Bislang ungelöst bei diesen ganzen Recherchen ist, ich konnte dazu nichts finden, einmal, woher kommen jetzt spezifisch die neugeborenen Vorhäute? Es gibt Hinweise dafür, dass zum Beispiel sie kommen aus Beschneidung Neugeborener in Südkorea. Wissen die Eltern überhaupt von der Weiterverwendung? Wurde über die Verwendung aufgeklärt? Wie kommen die Vorhäute zu den Wiederverwendern? Darüber werden wir nachher noch sprechen. Wo und fließt unter Umständen Geld, was natürlich ganz problematisch ist? Und welche Beauty-Produkte sind eigentlich davon behaftet mit diesem Vorhautmaterial? Ja, das erstmal zur Einführung, damit wir so ein bisschen wissen, was eigentlich die Problematik bei der ganzen Geschichte ist und damit ja in die Diskussion einsteigen können. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Stier. Ich glaube, jetzt ist allen Zusehenden dann auch klar, warum diese Sendung 90 Minuten dauert. Denn Sie haben ja unglaublich viele Aspekte angesprochen. Erstmal rein medizinische, dann auch medizinethische, dann Forschungsaspekte. Und deswegen ist ja auch unser Plenum hier mit Ihnen als 5 Experten so thematisch ausgeweitet besetzt. Und damit wir all diese Punkte jetzt in der Tiefe weiter beleuchten können. Zuallererst, glaube ich, ist es nochmal sehr wichtig, jetzt zu erläutern, die grundlegenden medizinischen Fakten zum Thema Vorhaut und Vorhautentfernung. Und da bitte ich Sie, Herr Dr. Bühmann, uns darüber in Kenntnis zu setzen. Was sind die Basisinformationen, die man wissen müsste dazu und die vielleicht vielfach, wie Sie das ja sicher auch in Beratungsgesprächen erfahren, ganz wenig bekannt sind, Herr Dr. Bühmann. Ja, vielen Dank und guten Morgen, Herr Schiering. Die Vorhaut ist bei allen Menschen bekannt, tritt nach der Geburt ja sofort optisch in Augenschein. Sie besteht aus 2 Teilen, dem äußeren Blatt, das ist einfach die Haut, und dem inneren Blatt, was man sehen kann. Ich darf auch um das erste Bild bitten, damit das optisch auch erkennbar wird. Die Bilder verdanke ich übrigens Herrn Professor Stehr aus Nürnberg, Kinderchirurg. Sie sehen hier das äußere Vorhautblatt, und wenn der Penis sich versteift, wird dieses äußere Vorhautblatt einfach zurückgeschoben und dann tritt das innere Blatt hervor. Die
Das äußere Blatt besteht aus Haut, das innere Blatt besteht aus Schleimhaut. Das Entscheidende bei der Vorhaut ist jedoch die hochsensible Innervierung. Also sie ist extrem sensibel, schmerzempfindlich. Sowohl die Oberfläche bei der Vorhaut als auch auf der Eiche, die darunter liegt, die Tiefensensibilität, beide bilden zusammen die Grundlagen auch für die Sensibilität bei der sexuellen Betätigung, extrem empfindlich, für die Erregung zuständig. Und von der Funktion her ist es dann gleichfalls auch so, dass sie schützt die darunterliegenden Gewebe, nämlich den Penisschaft und die Eichel, vor Verschmutzung, vor Keimen, vor Infektionen und letztlich in den ersten 3 Lebensjahren auch vor dem Urin, solange die Jungs noch nicht trocken sind. Das hat die Natur so vorgesehen. Und die Sensibilität nochmal hervorzuheben, es gibt ungefähr 10.000 sensible Nervenenden in der Vorhaut, die natürlich, und das weiß jeder, der eine Vorhaut hat oder der eine Vorhaut berührt, zu einer sehr, sehr hohen Sensibilität führt. Wir reden ja heute über die Phimose und damit Sie sich mal eine Vorstellung machen, was eine Phimose ist, das ist keine. So sieht der Penis bei kleinen Jungs aus. Die Vorhaut ist eng, sie lässt sich nicht zurückziehen und hat lediglich vorne eine Öffnung, durch die der Urin austritt. Dieses ist keine Vorhautverengung. Das ist ein physiologischer, also ein normaler Zustand. Und auch das ist ein physiologischer, also ein normaler Zustand. Die Vorhaut ist nach der Geburt zunächst mal mit der Eiche verklebt. Dieses Bild kennen vor allen Dingen alle Mütter. Und 92% aller Überweisungen zur Beschneidung bieten dieses Bild. Das heißt, ein völlig normales, nicht krankhaftes Bild wird dann einer Beschneidung zugeführt, was natürlich völliger Unsinn ist. Vor allem ist es ja so, dass wenn kein Körperteil, auch nicht irgendeines, hat keinen Sinn und sollte deswegen auch nicht abgeschnitten werden, wenn es gesund ist. Eine Zahl für Sie mal, pro Minute werden weltweit 25 Zirkumzisionen durchgeführt. Das heißt, während ich 2 Sätze sage, sind schon wieder 25 kleine Jungs beschnitten. Ein Viertel aller Männer weltweit, ganz vorne ist Südkorea, dann kommen die USA, Australien und in Mitteleuropa ist es Gott sei Dank selten. Ich will mich jetzt nicht dazu versteigen, dass es um Zivilisationsgrade geht. Auf jeden Fall werden in Europa weniger Jungs beschnitten. Allein dieser Unterschied zeigt, dass ja nicht alle Vorhäute krank sein können. So viel erstmal zur Funktion und zum Aussehen der Vorhaut und zu den Bildern, die Ihnen zeigen sollen, wann schon beschnitten wird, wo überhaupt nicht beschnitten werden muss. Vielen Dank, Herr Dr. Bühmann, für diese Basisinformation. Wenn jetzt tatsächlich ein solcher Eingriff durchgeführt wird, muss ja wie bei jeder Operation eine Patientenaufklärung erfolgen. Können Sie uns bitte einmal vorstellen, wie ein solcher Bogen aufgebaut ist und auf was dort alles hingewiesen werden muss? Ja, gerne. Das müssen Sie nicht lesen, können Sie nicht lesen jetzt. So sieht aber eine sogenannte dokumentierte Patientenaufklärung aus. Das ist ein Formblatt, juristisch geprüft, was in vielen Kliniken oder Praxen verwendet wird, weil ja der Patient, in diesem Falle in der Regel die Eltern, intensiv aufgeklärt werden müssen über den Eingriff, Vorteile, Nachteile, wie verläuft er, und dann auch ihre Einwilligung erklären müssen im Interesse des Patienten, wobei da natürlich jetzt die Patienten meistens kein Interesse haben, weil es kleine Jungs sind, die nicht wissen, worum es geht. Am Anfang steht eine Einführung, dann kommt es, wie kommt es zur Verengung der Vorhaut, Verfahren, Gefahren ohne Behandlung, dann kommen Behandlungsalternativen, wie wird operiert, die einzelnen Verfahren, wie dringlich ist die Operation und dann die Komplikationen am Schluss. Das ist schriftlich niedergelegt, das muss aber der Operateur oder die Operateurin selbstverständlich mündlich kommentieren, muss mit den Eltern die Fragen diskutieren und erst wenn alle Fragen beantwortet sind, sollte das Aufklärungsgespräch abgeschlossen sein und dann müssten die Eltern ihre Einwilligung erklären oder eben auch nicht. Unten rechts im Bild ist mal so der Verlauf dargestellt, welche Verfahren es gibt. Es gibt eine Teilbeschneidung, die nur die Enge der Vorhaut öffnet
Und dann gibt es verschiedene Grade der Vorhautbeschneidung, wobei tatsächlich, wenn eine Vorhautbeschneidung notwendig wird, in ganz seltenen Fällen überhaupt nur, sich dieses letzte Verfahren, also die komplette Entfernung der Vorhaut, als sinnvoll herausgestellt hat, weil die Teilbeschneidung immer in hohem Maße zu Narbenbildungen führen kann, die dann manchmal auch erneute Operationen bedingen. Entscheidend bei der ganzen Sache ist jedoch, also so sieht so ein Aufklärungsbogen aus, den man dann ausgehändigt bekommt, sich in Ruhe durchlesen kann, Fragen stellen und dann unterschreiben muss. Entscheidend bei der ganzen Geschichte ist jedoch vor allem, dass wir etwa davon ausgehen, dass 98% aller heute durchgeführten Beschneidungen überflüssig sind und damit auch im Prinzip nicht indiziert, das heißt nicht angezeigt sind, weil aufgrund unserer ärztlichen Berufsordnung, und das ist ja völlig klar, wir nur Dinge tun dürfen, um Gesundheit zu verbessern, Schaden zu vermeiden, Leiden zu lindern und auch bei einem würdigen Sterben zu begleiten. Das trifft alles für eine gesunde Vorhaut nicht zu. So viel dazu. Vielen herzlichen Dank. 98% aller Eingriffe, sagen Sie, sind eigentlich nicht wirklich streng mediziert. Es ist ja eine ungeheure hohe Zahl. Da fiel mir eben auf, dieser OP-Aufklärungsbogen trägt ja das Datum 2001 und die aktuelle Version der Leitlinie, Phimose und Paraphimose, trägt das Datum 2017. Wissen Sie, wie oft solche OP-Bogen eigentlich überarbeitet werden? Die OP-Bogen werden im Prinzip regelmäßig überarbeitet, wenn es notwendig ist. Das heißt, wenn die Grundlagen, die da drin stehen, so weiter bestehen, überarbeitet man ihn nicht. Dafür trägt der Verlag die Sorge und auch die Leitlinienkommission beschäftigt sich damit. Es darf aber im Prinzip jeder, der einen Eingriff durchführt, auch einen eigenen Aufklärungsbogen kreieren. Dies ist nur eine Vereinfachung für die Ärztinnen und Ärzte, um eben die Details Ihnen als Formblatt schon zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank, Herr Dr. Bühmann. Gerne. Dann können wir jetzt zurück zur eigentlichen Sendungsthematik gehen, wo wir so viel Basiswissen jetzt geliefert bekommen haben. Herr Dr. Stier, so ein Weg einer Babyvorhaut vom Kind bis tatsächlich in die Kosmetikindustrie. Wie könnte das denn aussehen? Man stellt sich vor, wie läuft das ab rein in der Praxis? Haben Sie dazu Informationen vorliegen? Ich habe das überschrieben vom Abfallprodukt, denn so wird es in manchen Artikeln genannt, das Waste, also das, was eigentlich anfällt, wenn man eine, wie wir es ja leider Gottes gesehen haben in diesem Heft von der WHO, von einer Routine, Zirkumzision, einer Routinebeschneidung ausgehen. Und da allein schon diese Routinebeschneidung, haben wir ja jetzt auch wieder gehört von Herrn Bühmann, ist ja ein völliger Unsinn. Es gibt dabei keine Routine, denn es handelt sich hier allenfalls um Einzelfälle, wo eine klare medizinische Indikation dahinter stehen muss. Da haben wir also diese Beschneidung, und ich sagte vorhin schon, Südkorea haben wir jetzt auch bei den Daten gesehen, nochmal, die Herr Bühmann vorgestellt hat, 99% Beschneidung. Da ist erstmal die Frage natürlich, wo und wie wurde die Beschneidung überhaupt durchgeführt? Gab es da überhaupt eine Überlegung, ethische Überlegung, medizinische Überlegung? War der medizinisch gerechtfertigt, der Eingriff? Und dann eben auch die Frage, war überhaupt informiert worden, dass womöglich diese Vorhaut, die man dann entfernt hat, weiterverwendet wurde, wurde eventuell sogar an die Eltern Geld bezahlt. Wir wissen, dass gerade in sogenannten Dritte Weltländern gar nicht so selten es zu Organentnahmen kommt, für die der sogenannte Spender Geld erhält, Geld, was er braucht, um überhaupt überleben zu können, werden dann, stellt er ein Organ, Niere zum Beispiel, zur Verfügung. Das ist natürlich eine äußerst verwerfliche Praxis. Also wurde das so gehandhabt. Darüber habe ich im Netz keine Hinweise gefunden, die jetzt klar belegen, was da eigentlich stattgefunden hat. Also das wäre sicherlich noch mal etwas, was näher zu verfolgen wäre. Und dann kommt es, ja, wie wird das weiter transportiert?
Nehmen wir mal an, es würde in einer Klinik diese Beschneidung durchgeführt. Dann müssten die Ärzte dafür sorgen, dann, dass irgendwie im Rahmen einer Lieferkette diese Vorhaut zur Weiterverwendung gelangt. Gibt es da Kontrakte mit anderen Firmen? Gibt es da auch finanzielle Transaktionen? Das heißt, wird hier ein Geschäft getätigt mit etwas, was man auf nicht medizinisch indizierte Art und Weise entnommen hat? Wie kommt es dann zu diesen Unternehmen? Handeln die auf rechtlich sicherer Basis? Was sind die Ethikrichtlinien dieser Unternehmen, die ein solches Produkt entnommen aus einer nicht medizinisch indizierten Organentnahme dann weiterverwenden und dann zum Schluss der Endverbraucher, nehmen wir zum Beispiel mal die Beauty-Industrie, was ist deren ethischer Kodex, was ist das Bewusstsein, was dahinter steckt, machen die sich überhaupt über diese Herkunft Gedanken, ist diese Herkunft bekannt? Ich denke mal, ja, da weist vieles darauf hin. Und haben wir es auch hier wieder zu tun mit einem Verstoß gegen Organhandel? Das heißt, hier werden letztendlich finanzielle Transaktionen stattfinden, die mal fernab von dem Bewusstsein und der Einwilligung dessen, dem diese Vorhaut entnommen wurde, dann zu Geschäftszwecken weiterverwendet wird. Vielen Dank, Herr Dr. Stier. Wirklich, es stellen sich sehr viele Fragen nach heute und wir können nur hoffen, dass diese Fragen ankommen dort, die eigentlich Antworten geben müssten, die in diese Prozesse involviert sind. Das sind ja Institute, Ethikkommissionen in den entsprechenden Firmen, die sich ja eigentlich damit beschäftigen müssten. Also da bin ich sehr gespannt, ob diese Sendung da auch Wirkung zeigen wird, um da mal ein bisschen Bewegung hineinzubringen. Jetzt möchte ich gern Herr Professor Franz zu Wort kommen lassen und hier teilnehmen an der Diskussion. Es sind ja sehr starke ethische Aspekte jetzt auch angesprochen worden. Wie erklären Sie sich, dass Menschen so etwas machen, offensichtlich ohne jegliche ethische Bedenken dazu zu entwickeln? Ja, vielen Dank, Herr Schiering, für die Frage und die Gelegenheit, auch aus psychoanalytischer Sicht einige Aspekte zu beleuchten. Es ist ja wirklich erstaunlich, angesichts der wachsenden öffentlichen Sensibilität bezüglich Wording und Tonalität im Umgang mit Minderheiten und kritischen Themen und der scheinbar zunehmenden moralischen Empörungsfähigkeit, hier einen solchen erstaunlichen Empathiebruch zu verzeichnen. Und das wirft natürlich Fragen auf. Ein naheliegender Grund ist sicherlich fehlende Information. Es wird zu wenig über diese Dinge berichtet. Es ist eher ein Non-Thema und es wird zu wenig darüber geredet. Und deshalb ist es sehr gut, dass wir heute diese Möglichkeit zur Öffentlichkeit in diesem doch zumindest halbdunklen Bereich haben. Es handelt sich hier wirklich um eine sehr komplexe Gemengelage, in der ethisch relevante Tatsachen auch offensichtlich verwischt werden. Und im Zentrum steht meiner Meinung nach die Medikalisierung der Verletzung kindlicher Körper und Rechtsbestände. Es geht, wie wir gehört haben, um die Gewinnung gesunder Vorhäute von gesunden kleinen Jungen. Und diese Vorhäute werden also ohne medizinische Indikation amputiert für angeblich höhere Gesundheitszwecke von Erwachsenen. Man könnte zugespitzt sagen, Jungenkörper als Rohstofflieferanten biotechnologischer Grundstoffe. Und kulturanthropologisch könnte man sprechen von einer Hightech-Variante des kindlichen Körperopfers. Diese Medikalisierung verschleiert also sehr effektiv, worum es eigentlich geht und bewirkt eine Transformation unserer Wahrnehmung letztlich im Sinne ethischer Tolerabilität. Eigentlich geht es um patriarchalische Traditionen und magische Realitätskonzepte, die das Recht des Stärkeren oft im Rahmen religiös verbrämter Konzepte und Traditionen nutzen und durchsetzen. Der verletzende Zugriff auf die körperliche Intimsphäre des Einzelnen
setzt also gewissermaßen gruppale Normen identitätsstiftend und irreversibel durch. Und die Botschaft dieses Aktes wäre letztlich, deine Sexualität gehört nicht dir, sondern uns. Und wir können damit machen, was wir wollen. Und damit du das nie vergisst, schneiden wir dir den empfindsamsten Teil deines Genitales ab. Und du wirst genau das aus Angst vor Ausstoßung und weiteren schlimmen Verletzungen mit deinen Kindern wieder machen. Insofern ist die nicht medizinisch indizierte Beschneidung kindlicher Genitalien das identitätsformative Kernritual des Patriarchats. Und das heißt also, es sind enorme Ängste im Spiel, wenn man sich dem Thema der Beschneidung nähert. Genitale Verletzung und Verlust der selbstbestimmten Sexualität und Identität werden so unauflöslich miteinander verknüpft. Und damit genau das nicht spürbar wird, ist die Medikalisierung, das heißt die Begründung der Beschneidung mit angeblichen medizinischen Vorteilen, ein althergebrachtes manipulatives Manöver, um genau diese Zusammenhänge zu verschleiern. Außerdem ist empathische Kritik an der medikalisierten, aber eben medizinisch nicht indizierten Jungenbeschneidung im Rahmen patriarchalischer Traditionen, speziell in Deutschland, angesichts unserer schrecklichen Geschichte und der daraus erwachsenen Verantwortung noch einmal zusätzlich schwieriger. Außerdem macht das Thema auch Menschen mit intakten Genitalien Angst, speziell Männern, weil die männliche Kastrationsangst die vielleicht stärkste Angst ist, die Männer überhaupt empfinden können. Man will da nicht hinhören, man will nicht aushalten, was die leidvoll betroffenen Beschneidungsopfer berichten, wenn sie sich überhaupt trauen, von ihrem Leid zu sprechen. Wo Empörung richtig wäre, immerhin hat Deutschland ja die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet, wo Empörung also richtig wäre, will man das Thema lieber kleinreden und sich moralisch sedieren lassen, wie das beispielsweise Volker Beck von den Grünen im Bundestag gemacht hat. Das heißt, wir haben hier im Falle des Vorhauthandels eine medikalisierungsbedingte und angstgetriebene Empathielücke, wenn es darum geht, das Leid kleiner Jungen bei der Beschädigung ihrer Intimität wahrzunehmen. Ja, wenn das Ganze auch noch einem höheren medizinischen Zweck dient, dann können wir ruhig weiter schlafen. Außerdem ist Empathie Erwachsener für kindliche Ängste und Schmerzen historisch etwas sehr, sehr Neues. Dass Kinder spüren, leiden und erinnern, wenn man ihnen Angst und Schmerzen zufügt, wollte man lange nicht wahrhaben. Die elterliche Prügelstrafe wurde bekanntlich erst im Jahr 2000 in Deutschland gesetzlich verboten. Und das verzweifelte Fühlen verängstigter und schmerzerfüllter kleiner Kinder an sich heranzulassen, das vermögen nicht alle Erwachsenen. Insbesondere wenn ihnen selber in ihrer Kindheit Schlimmes zugefügt wurde, ist ihre Empathiefähigkeit oft beeinträchtigt. Und schließlich, es sind ja nur Jungen. Die öffentliche Empathie für das Leid von Jungen und Männern ist leider immer noch sehr begrenzt. Und das, obwohl Jungen im Vergleich zu Mädchen deutlich verletzlicher gegenüber seelischen und körperlichen Stressbelastungen sind. Unsere Schulversager sind fast ausschließlich Jungen. Männliche Jugendliche und erwachsene Männer bringen sich dreimal häufiger um als Mädchen und Frauen. Männer leben immer noch 5 Jahre kürzer als Frauen. Und darüber regt sich niemand auf. Öffentliche Anteilnahme oder gar entschlossene politische Hilfe von den zuständigen Ministerien gibt es nicht. Und so ist das auch bei den Beschneidungen von Jungen. Wenn wir uns für einen Moment vorstellen würden, was geschehen würde, wenn ein Organhandel mit kleinen Schamlippen die kleinen Mädchen ohne medizinische Notwendigkeit entfernt würden, ruchbar würde. Der Aufschrei wäre enorm. Die würdelose und der gefühlskalte Umgang der Öffentlichkeit mit unserem Thema ist deshalb emotional erschütternd und moralisch beschämend. Dies sind einige wichtige Gründe aus historischer und psychoanalytischer und kulturanthropologischer Sicht auf unser Thema und vielleicht eine kleine Erklärung dafür, warum wir es so schwer haben, Empathie, öffentliche Empathie für dieses Thema, für dieses leidvolle Thema zu erzeugen und zu erleben. Vielen Dank, Herr Professor Franz.
für diese Darstellung, wie stark diese Aspekte miteinander verzahnt sind. Ne? Wo man ja im ersten Moment denken würde, wir haben so ein industrielles Thema, dann ein medizinisches, jetzt wie die ganzen anthropologischen und Geschlechterfragen da auch so stark mit hineinspielen und dass sich alles gegenseitig bewirkt. Und insofern freue ich mich jetzt, Herrn Neubauer mit in die Diskussion zu nehmen, denn Sie sind vom Netzwerk Jung- und Männergesundheit. Und vorhin fiel ein Wort, das mich etwas durchzucken ließ, das war das Wort Waste. Also männliche Teile männlicher Genitalien sind Waste oder werden sogar so genannt. Also jetzt nicht in sozialen Netzwerken, wo man sagen würde, naja Gott, da ist Ethik und Moral vielleicht teilweise fragwürdig, sondern ja wohl sogar mit offiziellem Charakter. Und ich denke, das ist sicher ein Stichwort auch für die Jungen- und Männerforschung. Wie ordnen Sie das ein aus Ihrer Fachperspektive? Oder wie sind Sie auch mit vielleicht ähnlichen Phänomenen sonst in der Arbeit zu Jungen- und Männerthemen damit in Berührung? Ja, schönen guten Morgen erstmal. Danke, dass ich hier teilnehmen kann. Ja, der Begriff Waste oder Abfall ist natürlich ganz schrecklich. Man stelle sich mal vor, man würde Herz und Niere als Waste bezeichnen, was ja irgendwie sowas wie den körperlichen Kern der Identität auch teilweise ausmacht oder so aufgeladen ist. Also die Vorhaut, können wir daran sehen, gilt irgendwie als peripherer, als marginaler, überflüssiger Körperteil, mit dem wir dann offensichtlich frei verfahren können, meint. Für mich ist es doch auch ein relativ neues Thema, also jetzt diese kommerzielle Verwertung von Vorhäuten. Ich bin da auch Bernhard Stier ganz dankbar, dass er das in die Diskussion eingebracht hat. Wir sind beide aktiv in der Fachgruppe Jungen und junge Männer im Bundesforum Männer. Das Bundesforum nennt sich Interessenverband für Jungen, Männer und so weiter, also für alles Männliche sozusagen, alle männlichen Menschen in Deutschland. Und da gehört das Thema einfach auch mit rein. Wo Bernhard Stier das Thema eingebracht hat in unsere Fachgruppe, gab es so ein Hin- und Herschwanken. Also kann man das denn überhaupt glauben? Also kann das denn sein? Es kann doch eigentlich nicht sein, dass es hier so einen ungeregelten Bereich gibt, der bis nach Deutschland auch Konsequenzen hat, wo es einen weltweiten Zusammenhang gibt, Stichwort Lieferkette. Das war so die eine Reaktion. Also wir wollen da mehr Fakten. Kann das denn wirklich so sein? Und das andere war natürlich schon auch diese, gerade von Matthias Franz angesprochene Empathie, dass wir gesagt haben, also wenn es so ist, dann ist es schlimm und es kann nicht so sein. Wollen wir mal die Diskussion um religiös motivierte Beschneidung mal außen vor lassen und uns nur darauf konzentrieren, dann wäre das ein ganz schlimmer Vorgang und da muss man was tun. Das war eigentlich gleich auch die Frage, was muss man dann tun? Was können wir tun? Ein Ausfluss ist es auch der Vorschlag gewesen, heute darüber zu diskutieren. Wir haben es also in unsere Fachgruppe eingebracht und dort mehrfach diskutiert mit der Frage der Konsequenzen. Wir haben das dann auch in unserem Jahresbericht aufgenommen, der dann allen Mitgliedsorganisationen im Bundesforum auch vorgelegt wurde. Und da haben wir dann schon gemerkt, dass es sowohl in der Geschäftsstelle, beim Vorstand, aber auch bei anderen Kollegen, bei anderen Verbänden gewisse Aufmerksamkeit gab plötzlich für dieses Thema, auch gewisse Irritationen. So vielleicht mit der Frage verbunden, wollen die jetzt dieses große Fass Beschneidung, religiös motivierte Beschneidung neu aufmachen? Also wir hatten im Bundesforum da schon vor einiger Zeit ein Positionspapier unter großen Mühen erstellt, ein Konsenspapier, das sehr, sehr schwierig in der Genese war. Und es war so irgendwie, glaube ich, das Gefühl, jetzt ist das Thema ein bisschen bearbeitet, zur Seite geräumt und jetzt kommt da wieder was. Also wird vielleicht da, werden da alte Wunden, alte Narben wieder aufgerissen. Und da hat man gemerkt, dass es auch für so eine Organisation wie das Bundesforum nicht einfach ist, hier solche Zugänge wie von Matthias Franz auch vorgeschlagen und eingefordert zu nehmen als Interessenverband für Jungen in diesem Fall. Ich finde aber ganz wichtig, jetzt mal unabhängig von Einschätzung, dass wir daran auch sehen, der Diskurs ist nicht einfach abgeschlossen. Der Diskurs geht weiter, muss weitergehen und wir können nicht einfach so tun,
als ob das ein marginales, nebensächliches, überflüssiges Thema wäre. Und es gibt so viele andere schlimme, viel dringendere Themen auf der Welt. Also das eine zu tun heißt nicht, das andere zu lassen. Ich finde, wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen, da auch mehr Fakten erarbeiten und entsprechende Konsequenzen dann auch ziehen. Ja, vielen Dank, Herr Neubau. Ja, es betrifft ja auch überhaupt Zugang von Männern zu Verletzlichkeit. Ne? Und wenn Sie sagen, es sind auch schwierige Prozesse, zum Beispiel auch innerhalb einer Organisation wie das Bundesforum Männer, dann würde man von außen ja erstmal denken, warum eigentlich? Was wächst? Sind da im Endeffekt auch solche Ängste vielleicht im Spiel, wie Professor Franz genannt hat, Dinge, über die man nicht sprechen kann oder die einem einfach unangenehm sind? Weil es natürlich immer sehr viel leichter ist, Empathie für andere zu entwickeln, dann bleibt man ja eigentlich in der Rolle des, ich habe alles unter Kontrolle. Und eigene Verletzlichkeit bedeutet Kontrollverlust. Also ich erlebe unter Männern oft, dass das immer noch eine gewisse Sprachlosigkeit mit sich bringen kann. Erleben Sie das auch? Ja, also wir kommen ja aus einer kulturellen Tradition von Männlichkeit oder von dem Bild von Männlichkeit, dass es dazugehört, dass Männern was zugemutet wird, dass man sie auch in schwierige körperlich herausfordernde Situationen bringen darf, dass man sie auch verletzen darf oder das Risiko, dass sie verletzt werden, eingehen darf, bis hin zur Wehrpflicht, wo es ja darum geht, letztlich mein Leib und Leben einzusetzen für mein Land. Und das ist was sich sehr eng mit Männlichkeit verbindet. Da kommen wir aus einer Tradition, die natürlich nicht so angenehm ist auf der männlichen Seite, wo auch die Zuschreibung ist, Männer sind ja selber dran schuld, also sie sind dafür verantwortlich, weil sie haben zu großen Teilen die Rahmenbedingungen hier gestaltet. Also wenn sie es denn anders wollten, könnten sie was tun. Und das ist deshalb ein bisschen schwieriger Zusammenhang. Es ist leichter, sozusagen positive Entwicklungsziele zu setzen. Also aktive Beteiligung an der Vaterschaft ist ein leichteres Thema. Oder mehr Gesundheit für die Männer ist leichter als die geringere Lebenserwartung, vor allem in den sozial benachteiligten Gruppen, die nicht nur 5 Jahre ausmacht, sondern 10 bis 12 Jahre. Also wo es nochmal viel dramatischer ist. Also insofern ist manchmal die Männerarbeit ein bisschen zu stark auf der positiven Linie oder auf der Linie negative Konsequenzen von Männlichkeit, wie beispielsweise Gewalt, häusliche Gewalt, zu bearbeiten. Aber die Seite, wo es um Opfer sein, Verletzlichkeiten, Vulnerabilität von Jungen und Männern geht, ist es schwieriger, dort aktiv zu werden. Ja, danke, Herr Neubauer. Herr Hanke, ich möchte Sie gern in die Diskussion einbringen. Sie arbeiten zu Geschlechtertheorien und da sind wir jetzt gerade ja schon mittendrin hier in der Diskussion. Und ich möchte Sie auch nochmal fragen, was fällt Ihnen ein zu diesem sogenannten wahren Charakter, der ja hier ins Spiel gebracht worden ist? Vielen Dank, Viktor. Guten Morgen in die Runde. Ich freue mich natürlich, hier sein zu dürfen und möchte gerne anschließen, was hier Herr Neubauer sagte. Wir haben damals im Forum Männer relativ früh auch ein Positionspapier zur Beschneidung gemacht und uns entschieden dagegen ausgesprochen und auch nochmal vertieft. Das ist ein zentrales Merkmal zur Herstellung traditioneller Männlichkeit. So, ja. Und wir haben dann damals, wir sind ja selber Mitglied im Bundesforum, auch dort an dem Positionspapier gearbeitet. Ich kann es nur sehr bestätigen, was Herr Neubauer sagt. Es war ein sehr langer, sehr schmerzlicher, über viele Jahre hinziehender Prozess, der dann auch schwuppt, dann nach der Beschlussfassung im nächsten Jahr schon versucht wurde, wieder einzukassieren. Und es wird sozusagen vom Bundesforum auch unter der, sagen wir mal, wir haben es jetzt gemacht, aber es wird nicht groß propagandiert, es wird nicht groß kommuniziert. Wenn Sie die Positionssammlung des Bundesforums Männer anschauen, finden Sie genau diese Positionspapier nicht dort. Also es ist sehr schwierig, ich kann es auch nur bestätigen, da muss man wissen zu, dass im Geschlechterdiskurs das Bundesforum natürlich auch gerahmt ist. Ja? Es darf bestimmte Geschlechterdiskurse nicht so einfach zu verlassen. Und ein Merkmal ist sehr richtig, zu sagen, na, es ist viel einfacher, positive ja, Männlichkeitsziele zu formulieren und viel schwieriger, sozusagen die Vulnerabilität, die Verletzlichkeit, auch die Opfer
sozusagen auch die Opferrolle des Mannes sehr wohl mit einzubeziehen. Das passt nicht. So. Und deswegen finden wir das auch hier. Und wenn man so mal ein bisschen guckt, ich kann jetzt eigentlich auch noch viel wiederholen, was Herr Franz gesagt hat. Ja? Man könnte sagen, der Penis ist im Prinzip das zentrale Merkmal von, ja, ich sag mal, Mannsein. Ja, ohne jetzt den Gender-Diskurs zu sehr zu vernachlässigen, ist es das nun das Merkmal, was man von zumindest vom biologischen Mann sein. Und von daher ist natürlich die Manipulation genau dieses zentralen biologischen Merkmals ist ja so zentral für die Herstellung von Männlichkeit. Und wir finden hier die ganze, wie so in einem Brennglas, eigentlich eine ganze Menge von Attributen, die wir auch in der traditionellen Männlichkeit wiederfinden. Also dieses Aushalten von Schmerzen, diese Opferbereitschaft. Der Mann hat für das höhere Wohl sozusagen bereit zu sein, seinen Körper zu geben. Das Wort Kastrationsangst ist ja schon, die Kultivierung von Kastrationsangst, würde ich sagen, die ist ja schon erwähnt worden. Und wir letztendlich ist es eine sehr archaische Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit, zur Lebenserhaltung, ich sag mal ganz brutal, der Horde, der Sippe, ja, ist der Mann nicht so wichtig. Ja? Also reproduktionstechnisch ist die Frau diejenige, die halt da wichtiger ist. Und an der Stelle, aus diesem archaischen Narrativ, sehen wir hier eigentlich noch die Überbleibsel. Und dann haben wir Empathielosigkeit gegenüber Männern. Das trifft sich dann alles, dass hier, also man sieht es ja auch in der Diskurs. Herr Viktor, du weißt es ja, wenn man diskutiert, bekommt man über dieses Thema Beschneidung, trifft man oft so Worte wie, was, das ist doch nur der kleine Schnitt, der berühmte kleine Schnitt, also diese Bagatellisierung von Schmerz, von einem chirurgischen Eingriff, von dem Entfernen, von der Amputation eines zentralen Merkmals, ja, von, ja, ich sag mal so, von sexueller Identität. Und das kann, das passt natürlich, das passt in diesen Geschlechterdiskurs wunderbar rein. Männer kennen keinen Schmerz, ein Indianer kennt keinen Schmerz, wie es so schön heißt. All diese Motive finden wir hier wieder. Und wo ich nochmal etwas besonders drauf eingehen möchte, ist natürlich die Konstruktion männlicher Sexualität, die wir hier wiederfinden. Ne? Männliche Sexualität besteht traditionell eigentlich aus diesem Dreiklang der Erektion, der Penetration und der Ejakulation. Darauf ist das, lässt sich traditionelle männliche Sexualität eigentlich, wird sie konstruiert hin. Und die Beschneidung ist natürlich, die Vorhaut ist eigentlich nur bei der Erektion, die Eichel ist nur bei der Erektion zu sehen. Wenn ich also die Vorhaut, und ich mache gleich noch einen Seitentipp, als ein schützendes, ne, als ein umhüllendes, ich würde sogar sagen, als ein feminisiertes Teilorgan. Ja? Wenn wir das so anschauen, dann ist natürlich letztendlich die Beschneidung, die Entfernung der Vorhaut und die Freilegung der Eichel eigentlich eine symbolische Dauererektion, die wir hier sehen. Also hier wird Penis letztendlich ja fast schon als desensibilisiert. Die Sexualität hat dann auch gefühlslos zu sein. Ja? Und da finden wir plötzlich verblüffende Analogien zur traditionellen Männlichkeit. Ne? Männer haben keinen Schmerz zu haben, sie haben auszuhalten, den Schmerz wegzubeißen, und dann sterben sie halt auch früher, und das ist ja vielleicht dann ja wohl auch so gewünscht. Und wir können hier, wir kennen das ja auch, dann mit so Sprüchen wie Beschnittene können länger, ja? Wo wir jetzt ja wunderschön sagen können, Beschnittene müssen länger. So, und wir haben hier die ganze, es war ja eigentlich ja von dem guten Herrn Kelloggs ein Masturbationsverhinderungstechnokultur, so könnte man das sagen. So, das heißt, die Masturbation ist eigentlich ohne künstliches Gleitmittel nicht mehr möglich. Die Penetration, ja, in die sexuelle Penetration bekommt hier auch, wir kennen das von der Gleitfähigkeit bei dem längeren Akt, bei der längeren Penetration herabgesetzt. All das sind sozusagen konstituierende Merkmale für männliche Sexualität, wie sie anscheinend gewünscht wird. Und letztendlich, da kann ich nur noch mal an Herrn Franz anknüpfen, ist das so eine
ja, die physisch und irreversible Herstellung, ja, von einer sozialen Rolle, von einer Geschlechterrolle, das ist eine Vereinheitlichung, eine Vereindeutlichung. Und hier sehe ich auch, ich weiß, dass das vielleicht umstritten sein mag, die Analogie zur weiblichen Beschneidung, ja, und man, das hältst du jetzt stark verkürzt, so fokussierend zu sagen, naja, im Prinzip wird bei der männlichen Beschneidung das Weibliche, darum habe ich vorhin von Feminisierung der Vorhaut gesprochen, das Umhüllende, das Schützende, ja, das wird entfernt. Und bei der weiblichen Beschneidung ist ja genau witzigerweise reziprok. Das ist genau das Gegenteil. Also alles, was da draußen erscheint, was ist männlich, sozusagen die weibliche Klitoris, die weiblichen Labien, die Schamlippen, die werden männlich konnotiert und darum gehören sie entfernt, um sozusagen die reine Weiblichkeit, die reine Männlichkeit herzustellen. Also das ist ganz meines Erachtens frappierend, die Analogie, die wir sehen. Und es handelt sich jedes Mal um letztendlich die Körpermanipulation zur Manifestation von ja, sozialer Vorstellung, wie ein Mann, wie eine Frau zu sein hat. Ja. So ist meine Zeit so, ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Handke, für diesen Exkurs. Jetzt schlüpfe ich mal 20 Sekunden aus meiner Moderatorrolle, weil mir da auch noch etwas zu einfällt, was ich da immer so frappierend finde. Es hat ja auch ganz viel mit mangelnder Wertschätzung von uns Männern für uns selber zu tun, dass wir uns sowas eigentlich auch dem nicht widersprechen. Also wenn Teile unserer Sexualorgane zum Beispiel zu Müll erklärt werden oder unsere Sexualität auf diese Begriffe, wie gerade eben geschildert wurden, Erektion, Penetration, Ejakulation beschränkt werden. Frauen haben ja vor Jahrzehnten dazu gekämpft, dass eben Sexualität sehr viel umfassender gesehen wird und vor allen Dingen niemand anders uns vorschreiben kann, also in dem Fall war das natürlich für Frauen, aber das ist ja absolut analog übertragbar, was wir für wesentlich halten, dass das an Sexualität und dass der Begriff eben sehr viel umfassender ist und sich auf keinen Fall nur auf Fortpflanzungsfähigkeit reduzieren lassen muss. Ich glaube, da stehen uns Männer auch noch einfach Bewusstseinsprozesse bevor und die auch artikulieren zu können, oder? Als das. Ich weiß, das darf ich eigentlich gar nicht als Moderator, aber das fiel mir eben noch so ein. Ich möchte gern jetzt zu den Medizinern hier in der Runde zurückkommen, denn diese gesellschaftliche Debatte zu dem Thema, die wird ja in medizinischen Fachkreisen eigentlich längst weitergeführt. In der Politik wurde das 2012 von oben sehr autoritär beendet, auch leider medial im weitesten Sinne konform, nicht wieder aufgenommen. Aber in medizinischen Fachkreisen geht die Forschung weiter, die Leitlinie entwickelt sich weiter. Es verändert sich hoffentlich auch in der Praxis vor Ort sehr viel. Inwieweit sehen Sie jetzt diesen Aspekt der industriellen Verwertbarkeit eher als Nebeneffekt oder spielt der auch eigentlich damit hinein? Und inwieweit gibt sich das da Hand in Hand? Das Wort an die Mediziner. Gerne treten Sie auch miteinander in Dialog. Herr Dr. Stier? Ja, also ich möchte da gerade vielleicht zum Einstieg noch mal was schildern. Publiziert 2018 wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags. Es geht dabei um die Strafbarkeit der Beschneidung von Mädchen in besonderen Fällen mit Auslandsbezug. Und da steht auf Seite 5 etwas sehr Bedenkenswertes in jeder Hinsicht. Da geht es nämlich um Paragraph 226a, Verstümmelung weiblicher Genitalien. Wer die äußeren Genitalien einer weiblichen Person verstümmelt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. In minderschweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu erkennen. Die Überschrift Verstümmelung weiblicher Genitalien verdeutlicht, dass es sich bei der weiblichen Beschneidung um einen schwerwiegenden Eingriff in die körperliche Unversehrtheit handelt. Der Gesetzentwurf spricht insoweit von einer Menschenrechtsverletzung. So, und jetzt kommt das Entscheidende, was, glaube ich, die gesamte Diskussion auch oder wie das gehandhabt wird, deutlich macht. Die weibliche Beschneidung unterscheidet sich nicht nur in ihren körperlichen Folgen von der männlichen Beschneidung, sondern auch in der Regelung durch den Gesetzgeber. Im Rahmen einer Beschneidung von Jungen und Männern wird die Penisvorhaut beschnitten. Dies stellt im Vergleich mit der weiblichen Beschneidung einen relativ geringen Eingriff dar, mit dem keine schwerwiegenden Komplikationen und Risiken verbunden sind. Davon muss man einfach noch mal sich auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie hier mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Man rechnet mit ungefähr 5 bis 6% Komplikationen unter medizinisch
medizinischen Kautelen mit Ärzten, die wissen, was sie tun, in guten Zentren eine Nebenwirkungsrate von 5-6%, die hier einfach so mal beiseite gelegt wird, mit relativ geringer mit keiner schwerwiegenden Komplikation und Risiken verbunden ist. Und das wird in erschreckendem Maße all das noch mal deutlich quasi manifestiert, was sowohl Professor Franz wie jetzt Herr Hanke, wie im Prinzip wir alle ja in unterschiedlicher Art und Weise schon angedeutet haben, wie wir mit dieser Problematik der Beschneidung umgehen, so quasi weggewischt vom Tisch und damit ist das Thema quasi erledigt. Wir müssen uns damit nicht weiter beschäftigen. Und das noch vielleicht dazu, wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass ja diese Kommerzialisierung ein sicherlich ganz wichtiger Aspekt dabei sein könnte. Ich stelle das einfach mal so in den Raum. Dann wird noch deutlicher, wie fragwürdig eigentlich dieser Umgang mit der männlichen Beschneidung ist und unter welchen eigentlich nicht zu rechtfertigen und auch ethisch völlig kompromittierbaren Gesichtspunkten eine solche Maßnahme durchgeführt wird. Wir sind jetzt gerade an der Schnittstelle zwischen Religion und Medizin und alle Anwesenden sind ja sehr emotional beteiligt an diesem Thema. Ich möchte mal eben versuchen, es auf die medizinische Sachlichkeit zurückzuführen. Bitte, gerne. Es ist so, es gibt überhaupt keine Frage, dass die männliche Vorhaut genauso ein Teil des Körpers ist wie die weibliche. Und es gibt ebenso überhaupt keine Frage, dass man einem Menschen nichts entfernt. Eine Ausnahme sind die Haare als nachwachsender Rohstoff beim Friseur, dass man sonst aber einem Menschen gar nichts entfernt, ohne dass es krank ist oder medizinisch notwendig. Und die Vorhaut stellt offensichtlich etwas Besonderes dar. In der Diskussion, Sie wissen, was ich meine, wir reden hier von den religiös indizierten oder den religiös bedingten Vorhautbeschneidungen, die für Ärzte vollkommen obsolet sind. Das heißt, ich als Arzt habe es im Prinzip ganz einfach. Ich darf einem Patienten, in diesem Falle brauche ich nicht zu gendern, weil es um Männer geht, ich darf einem Patienten gar nichts entfernen, was nicht krank ist. Kein Urologe würde auf die Idee kommen, einem Patienten einen Hoden abzuschneiden, eine Niere zu entnehmen, die Blase zu operieren, wenn sie nicht krank ist. Niemand würde das tun. Dann frage ich mich immer, warum kommt irgendeine Ärztin, irgendein Arzt darauf, einem Mann etwas abzuschneiden, was nicht krank ist? Und es ist bis auf diesen sehr, sagen wir mal, fragwürdigen Paragraphen 1631, Sie kennen das alle, der die Beschneidung unter 6 Monaten erlaubt, auch Nichtärztinnen oder Ärzten, das konkurriert ja oder kollidiert ja völlig mit allen Rechtsnormen, denn ich als Arzt darf alleine aus meiner Berufsordnung heraus überhaupt sowas nicht tun. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Leiden lindern, Gesundheit verbessern, Schaden begrenzen und würdige Sterbebegleitung. Das alleine sind meine Aufgaben als Arzt. Und da fällt nachweislich das Abtrennen einer gesunden Vorhaut nicht drunter. Das heißt, ich mache mich strafbar. Man hat mich exkulpiert mit diesem Paragraphen 1631 im Jahr 2012, das wissen Sie alle. Nur, der kollidiert ja mit allen Rechtsnormen bis hin zur ärztlichen Berufsordnung, bis hin zum Grundgesetz, Religionsfreiheit, Würde des Menschen, Unversehrtheit, Recht auf Leben und so weiter. Das muss ich jetzt nicht alles ausbreiten. Aber das ist doch ganz einfach. Es darf überhaupt keine Vorhaut entfernt oder beschnitten werden, die nicht krank ist. Und krank sind nur ungefähr 1,5% der Vorhäute bei Jungs. Und damit ist das Thema im Prinzip erledigt. Die ganze Diskussion gesellschaftlich und auch juristisch ist doch nur eine Verbeugung vor bestimmten Religionsgruppen. Bitte jetzt nicht über mich herfallen, dass ich irgendjemanden diskriminiere. Ich schätze alle Religionsgemeinschaften genauso gleich. Nur, ich bin der Meinung, man kann als heutiger Christ, Jude oder Muslim auch ohne Vorhaut, auch mit Vorhaut glauben. Ja, der Glaube darf sich nicht auf die Abtrennung oder Präsenz eines Organs richten. Ich höre damit jetzt auch wieder auf, weil wir das fast aufmachen, sind wir in 4 Stunden noch nicht weiter. Nur, nochmal, als Arzt habe ich es ganz einfach. Ich darf das nicht. Auch wenn der 1631 mir das erlaubt, ich darf es nicht. Und damit lasse ich es einfach. Und das wäre im Prinzip ganz einfach. Herr Stier hat ja völlig recht. Was bitte ist denn an einer weiblichen Klitoris anders als an einer Vorhaut? Und warum ist die völlig zu Recht geächtet und strafbar? Vollkommen zu Recht, gar keine Frage. Warum darf man da bei Jungs das machen? Die Frage lasse ich jetzt offen. Die können wir auch nicht beantworten, weil sie nicht zu beantworten ist, außer religiös. Vielen Dank.
Ja, danke, Herr Dr. Bühmann. Ich finde es auch sehr interessant, da möchte ich gerne auf Herrn Dr. Stier zurückkommen, der ja diese Ungleichbehandlung geschildert hat, dass ja in den wenigen Prozessen weltweit, die es bisher überhaupt gibt, bei weiblicher Genitalverstümmelung gerade eben auch Fälle von einer Entfernung der Klitorisvorhaut die Rede ist. Und das ist so spannend und wird immer für mich so überraschenderweise so wenig in der Öffentlichkeit behandelt. Ich habe hier zum Beispiel eine Schilderung des Prozesses des Australia High Courts in 2019, also der höchste Gerichtshof Australiens, wo eben eine solche Genitalverstümmelung zur Anklage stand und eben auch die Verteidigung sagte, da sei ja nur die Klitorisvorhaut betroffen und deswegen sei das keine Verstümmelung. Und der High Court dem widersprochen hat und geantwortet hat, die Klitorisvorhaut sei Teil der Klitoris und damit sei auch der Begriff Verstümmelung gerechtfertigt. Das finde ich so interessant, wenn man sich fragt, wenn die Klitorisvorhaut zur Klitoris gehört, wozu gehört dann bitte die Penisvorhaut? Also die ist Waste. Also da haben wir die Ungleichbehandlung und zwar nicht in einem theoretischen Konstrukt, sondern in einem Gerichtsurteil, ganz in konkreten Fällen dargelegt. Herr Handke, Sie beobachten diese Debatte ja auch schon lang. Ah, stimmt, wir waren noch im medizinischen Sektor. Ja. Herr Professor Franz, darf ich Sie dann kurz noch vorziehen? Danke für Ihre Meldung. Ja, ganz, ganz vielen Dank, Herr Schering. Ich wollte ganz kurz nur die Voten von Herrn Kollegen Stier und Herrn Kollegen Bühmann ergänzen. Dahingehend, diese Komplikationsrate von 5% Komplikationen nach Beschneidung unter chirurgischen Bedingungen, die bezieht sich auf die körperlichen, rein physischen Komplikationen. Dazu kommen noch die ganz erheblichen potenziellen psychotraumatischen Einwirkungen, insbesondere wenn kleine Jungen im Vorschulalter beschnitten werden, da wo das Genitale eine besondere Bedeutung auch für die gesamte körperliche Integrität und das Lustempfinden und die Inbesitznahme der eigenen Sexualität des Jungen spielt. Wenn in dieser Entwicklungsphase die Vorhaut amputiert wird, hat das in einem großen Teil der betroffenen Jungen doch erhebliche Verhaltensauffälligkeiten, Ängste bis hin zu posttraumatischen Störungen, die in der Literatur beschrieben worden sind, zur Folge. Und das geht natürlich über diese körperliche Komplikationsrate von 5% noch deutlich hinaus. Ich selber behandle etliche erwachsene Männer, die in ihrer Kindheit leidvoll beschnitten worden sind und bis heute erheblich unter den Folgen sexuell und psychisch leiden und deshalb ein psychotherapeutisches Angebot angenommen haben. Das Leid über Jahrzehnte hinweg ist ungeheuerlich und erstreckt sich auch nicht selten bis hinein in die Elternbeziehung, wo das, was damals getan worden ist, als Vertrauensbruch erlebt wurde. Und aus diesem Erleben heraus haben wir jetzt doch aber auch zunehmend Prozesse zu verzeichnen. Die Opfer beginnen sich auch mit rechtlichen Mitteln zu Recht zur Wehr zu setzen. Einige Verfahren stehen kurz vorm Oberlandesgericht, auch hier bei uns in Düsseldorf beispielsweise. Und wir Ärzte werden uns in Zukunft mit Schadensersatzforderungen und anderen Rechtsbeschwerden zu beschäftigen haben, wenn wir mit der Praxis weiterverfahren, die Herr Bühmann so zu Recht kritisiert hat, ohne medizinische Indikation trotzdem zu beschneiden. Es ist ärztlich und ethisch völlig ausgeschlossen, gesunden Jungen ihre gesunde Vorhaut zu entfernen. Im Uniklinikum Düsseldorf machen wir das übrigens nicht mehr. Hier finden keine medizinisch nicht indizierten Beschneidungen, finden hier nicht mehr statt. Danke. Vielleicht das als Ergänzung. Danke, Herr Professor Franz. Dann möchte ich jetzt Herrn Handke fragen. Sie beobachten diese gesellschaftliche und politische Debatte ja auch schon sehr lange. Sie haben das im Bundesforum Männer geschildert, die Vorgänge da. Was ist Ihnen sonst signifikant in Erinnerung, wenn Sie zu dem Thema arbeiten, wenn Sie sich äußern dazu? Ich möchte ganz klitzekleine Bezug zu Herrn Franz machen, weil genau diese Traumatisierung, die Traumatisierung der Beschneidung selbst,
ja, ist ja, wenn wir epigenetisch darauf gucken, ja, also die generative Weitergabe von solchen traumatischen Ereignissen, die ja immer mehr sozusagen bekannt wird, haben wir hier sehr gut eine Wirkungskette, also das Selbstbeschnittene mit deren Trauma, die dieses Trauma auch weitergeben. Das wollte ich noch, diesen Bemerkung wollte ich gerne nochmal machen. Dann wollte ich nochmal gerne eine Diskussionstechnik oder eine Argumentationstechnik, die wir haben bei der angeblichen Nichtvergleichbarkeit zwischen männlicher und weiblicher Beschneidung. Das Schema ist immer das gleiche, dass man einerseits sozusagen sagt, naja, die weibliche Beschneidung geht bis hin zur Infibulation, also und die männliche Beschneidung ist ja nur so ein kleines Häutchen und verkennt, ja, wie die WHO das ja auch macht, die verschiedenen Eingrifftiefen. Da haben wir genau das, die Klitorisvorhaut wird dann, ist ein sehr leichter Eingriff, aber die Entfernung der männlichen Vorhaut wird sozusagen verglichen mit der großen Beschneidung, also mit Entfernung der Klitoris, Entfernung der Labien und bis hin zu diesem furchtbaren Praxis des Wiederzunähens. Und da kommt plötzlich, dass man sagt, das eine ist doch nicht so schlimm und das andere ist ganz furchtbar. Und das ist im Prinzip genau, was dieser Rechtstext, den der Herr Stier eben vorgelesen hat, da eigentlich widerspiegelt. Ich würde gerne noch mal ein bisschen stärker auf unser zentrales Thema heute noch mal eingehen. Ich finde es ja wahnsinnig spannend, weil nach meiner, Sie haben ja nach meiner bisherigen Erfahrung zu diesem Thema gefragt, Herr Viktor, das ist ja bisher wenig beachtet gewesen, diese gewerbliche Nutzung von Vorhäuten. Und ich denke deswegen, wir sind da an einem sehr spannenden Thema dran und es sind eine ganze Reihe von offenen Fragen hier, die bisher auch meines Wissens, ne, halt, man verbessert mich, noch nie bearbeitet worden sind. Also was ist mit dem Abfall? Zählt das eigentlich das Krankenhausabfälle? Ja, die haben eine Abfallschlüsselnummer sozusagen. Ist hier Vorhaut einzuordnen? Ja? Oder was ist mit dem Transplantationsgesetz? Hier, der Kollege hat es ja auch schon gesagt. Greift das an dieser Stelle? Wenn man sich das anschaut, dann finden wir da frappierende Analogien, wo man sich fragt, ja, warum fällt das eigentlich nicht unter dem gewerblichen Transplantationsgeschehen, ja, oder Sanktionierung? Und es hat der Kollege ja auch schon gesagt, letztendlich lässt sich das Ganze, diese gewerbliche Nutzung, als eine ressourcenökonomische Perspektive betrachten. Mhm. Ja, das hört sich jetzt sehr kaltherzig an, aber in meinem anderen Leben, sage ich mal, beschäftige ich mich auch mit Ressourcenökonomie. Und hier finden wir auch frappierend Ähnlichkeiten. Ne? Es gibt also eine gewisse ein Angebot, die waren irgendwie da, die vor heute, weil war halt Kultur, Religion, soziale Praxis, war halt, ne, das wird abgeschnitten. Ich habe vorhin ausgeführt, was ich glaube, warum das abgeschnitten wird. Und nun ist es sozusagen Abfall. Ich pointiere mal Krankenhausabfall vielleicht sogar. Vielleicht besonders überwachungsbedürftiger Abfall, würde man aus der Abfallwirtschaft sagen. Ja, also, das ist doch super. Dann können wir jetzt ja doch da eine Wiederverwertung, ja, machen. So, das ist die klassische Abfallwirtschaft. Und dann, okay, wir machen da jetzt einen Rohstoff draus, toll, der eine Zeitungsartikel sagte das jetzt ja. Wir haben eine Verwertung gefunden und wir haben hier plötzlich, damit haben wir, da ist eine Industrie dran. Da ist eine Industrie dran, das ist ja so schön gezeigt worden, wie viel gewerblich, kommerzielle, industrielle Angebote es gibt, wo jeder, selbst, ich glaube, ich habe sogar bei Amazon, will ich jetzt nicht aufnehmen. Bei Amazon können Sie sozusagen Vorhaut, Vibroplasten kaufen. Ja. Sie haben einen Preis. Sie können die aussuchen nach Ethnie, nach Alter, da gibt es einen bunten Warenkatalog. Also wir treffen hier all das wieder, was wir an anderen Stellen sozusagen, ja, unserer Wirtschaftsweise, der Ressourcenökonomie wiederfinden. Und Beschneidung ist, wenn wir das aus dieser Logik betrachten, würden wir sagen, aus der Ressourcenökonomie, das ist ein ganz klarer Pull-Faktor, ja, der zieht. Ja, ja. Und der schafft sozusagen dann auch letztendlich Angebot, sagt, Mensch, toll, macht da mal ordentlich Beschneidung, weil wenn ihr das nicht mehr macht, ja, dann haben wir gar keinen Rohstoff mehr für unsere biomedizinischen Produkte. Und ist auch jedem bekannt, wenn man über Lieferketten, das Stichwort kam ja vorhin schon, nachdenkt, von so einer Vorhaut, die muss ja, wenn sie dann frühzeitig, als verwertbar,
erkannt wird, die muss ja irgendwie, wenn nach der ja, Amputation, muss die ja irgendwie gelagert werden. Sie muss gekühlt werden, sie muss transportiert werden. Ja? Da müssen gewisse Kühlketten, gewisse hygienische Rahmenbedingungen müssen ja gelten, damit dann in der sozusagen in der Gewebezucht, sage ich viel lieber als dieses Tissue Engineering, in der Gewebezucht das als Rohstoff eigentlich nutzbar ist. Danke, und, Volker. Ja, ja, danke. Sehr, sehr interessant. Herr Neubauer, ich möchte Sie noch mal kurz fragen, weil mich eine Sache auch so interessiert, dass wir etwas anfangen, nach vorne zu schauen. Was können wir denn eigentlich dafür tun, damit Männer eher darüber sprechen können? Was für positive Impulse können wir setzen? Wir haben ja zu Recht jetzt auch sehr viel beklagt. Mir gefällt immer auch sehr, dass wir in die Perspektiven schauen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Sie da sehr gute Impulse bieten können aus Ihrer Expertise. Naja, wir stellen ja heute fest, es ist ein Thema. Die kommerzielle Verwertung von Vorhäuten, die gibt's. Wir können davon ausgehen, dass es auch in Deutschland einen Markt dafür gibt, dass Produkte, die daraus gewonnen worden sind, im Umlauf sind. Wir wissen allerdings nicht, in welchem Umfang, wer die Akteure sind und welchen Bedingungen und Voraussetzungen das stattfindet. Wir wissen nur, dass es eigentlich nicht korrekt ist. Und deshalb wäre das mal eine erste Sache, dass wir die Verantwortlichen dazu bringen, sie dazu bewegen, dieser Sache nachzugehen. Das ist vielleicht auch insofern ein leichteres Thema, als wenn wir uns nochmal mit Fragen der Beschneidung aus religiösen, nicht medizinisch indizierten Gründen beschäftigen würden. Ist sozusagen ein bisschen klarer umrissen, was hier eigentlich das Problem ist und deshalb vielleicht auch leichter handhabbar. Es ist vielleicht von den Zahlen gar kein so ein riesengroßes Thema, aber es ist eins, das sozusagen pass pro toto für unser Thema steht. Also das heißt, das sollten wir uns irgendwie gemeinsam anstrengen in Richtung Gesetzgeber. Hier nochmal zu gucken, was ist eigentlich Sache, also greift hier das Transplantationsgesetz und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Warum ist hier sozusagen ein rechtsfreier Raum? Ich denke auch die ärztlichen Organisationen, die Standesorganisationen sollten sich dem Thema stellen und sich damit auseinandersetzen und natürlich die Jungen- und Männerorganisationen. Wir haben hier einen eindeutigen Schutzauftrag und den müssen wir, auch wenn es nur vielleicht eine kleine Fallzahl ist in Deutschland, wir müssen den trotzdem ernst nehmen und aufnehmen. Und in dem Zusammenhang geht mir immer wieder durch den Kopf, dass gerade an solchen Stellen, wo es um Schutz, um Verletzlichkeit, Vulnerabilität von jungen Männern geht, recht häufig doch ein Phänomen zu erkennen ist, dass Jungen beispielsweise im Kontext von sexuellem Missbrauch, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, sozusagen ihren Geschlechterbezug verlieren. Es gibt ganz viele Medienartikel, auch aus kirchlichen Organisationen, wo es immer um Kinder geht, dass gerade in kirchlichen oder in pädagogischen Organisationen eben ganz stark auch die Jungen hier beteiligt sind. Das wird dann hinter den Begriff Kinder, Jugendliche zurückgenommen. Und das sollte hier, weil es ja auch gar nicht physiologisch gar nicht möglich ist, nicht passieren. Also es geht hier ganz klar um den Schutzauftrag, den wir an der Stelle gegenüber Jungen haben. Also ein Thema, wo dieses Junge Sein, der Zusammenhang von Junge Sein, Männlichkeitsvorstellungen, kulturellen Themen und eben auch gesellschaftlichen Verhältnissen ganz offenkundig ist. Und da müsste man einen Schritt weiterkommen. Und es ist vielleicht auch nicht so schwierig. Also Volker Handke hat vorher von dem Rahmen gesprochen, den es jetzt eben gibt, politisch, auch im Diskurs, auch von Bundesforum Männer. Das sollte an der Stelle eigentlich nicht so ein Hinderungsgrund sein, weil das Thema ist klar umrissen, es ist auch handhabbar und es gibt relativ eindeutige, klare rechtliche Grundlagen, was geht und was nicht geht. Also insofern, glaube ich, wäre das ein wichtiger Schritt an der Stelle, zunächst mal irgendwie mehr Fakten, mehr Informationen und eben auch mehr politische Verantwortung an der Stelle zu erreichen. Vielen Dank, Herr Neubauer. Wir nähern uns langsam schon dem Schluss unserer Sendung. Und bevor wir in die Schlussrunde gehen, würde ich Herrn Dr. Stier noch einmal bitten, zum Grundthema auch zurückkommend, was für Alternativen gibt es da eigentlich zu einer solchen Gewinnung, die ja
auch als medizinische Maßnahme. Also man braucht ja solche Rohstoffe, nicht? Zum Beispiel bei Verbrennungen so ist ja notwendig, dass man da handhaben kann. Aber muss es denn unbedingt die männliche Vorhaut sein, auch noch, wenn sie quasi gestohlen wird von Kindern, die da gar nicht selber einwilligen können? Wo kann man denn diesen Rohstoff ansonsten gewinnen? Und zwar auf ethisch nicht fragwürdige Weise. Also ganz klar gesagt, es gibt jede Menge Alternativen dazu. Die sind bislang eben nicht so einfach und nicht so angenehm in dem Sinne für den Verbraucher quasi, weil man eben, was ich vorhin schon sagte, da nicht so sehr dahinterher sein muss, dass es möglichst nicht kontaminiert ist. Das wird natürlich untersucht, aber ist bei neugeborenen Vorhäuten viel einfacher. Die sind viel effektiver und so weiter. Und das wird alles als Argument genommen, dass das natürlich sehr praktikabel ist. Und das ist keinerlei Begründung dafür, dass diese Maßnahme überhaupt gerechtfertigt sein kann, zumal es eben, wie ich schon sagte, Alternativen gibt. Und ich darf ganz kurz noch mal diese eine Folie zeigen. Das ist ja ein Beispiel von vielen. Ich könnte die stundenlang Folien darüber zeigen. Gibt es Alternativen? Jawohl. Also Gewebezüchtung aus unterschiedlichen Gewebsformen, Mucosa-Gewebe, also Schleimhautgewebe an unterschiedlichen Stellen entnommen. Das ist auch gang und gäbe und wird immer wieder auch verwandt. Tierisch, man kann auf tierische Zellen zurückgreifen, was auch wiederum getan wird. Also auch da das Argument, dass man dann, halte ich für abstrus, dass man dann auf tierische Produkte beziehungsweise Tierversuche, wie es dann dargestellt wird, verzichten kann. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Hier wird einem Neugeborenen aus nicht medizinischer Begründbarkeit die Vorhaut entfernt, damit man auf Tierversuche verzichtet. Also das abstruser kann man das eigentlich nicht mehr argumentieren. Und von daher, man würde sicherlich keine Lücke entstehen, aber es wäre sicherlich nicht mehr so einfach, sagen wir mal, zumal wenn diejenigen, die davon betroffen sind, dann wirklich mal auf die Barrikaden gehen und sagen, wie kommt ihr überhaupt dazu, hier einen solchen Eingriff vorzunehmen, der in keinerlei Weise weder ethisch noch medizinisch gerechtfertigt ist und noch dazu Folgen hat für mein Kind. Das muss man sich mal auch jetzt von Elternseite her vorstellen. Noch dazu, wenn dann auch damit Geld verdient wird, dann wird das Ganze äußerst fragwürdig. Also klare Antwort, es gibt jede Menge Alternativen. Die Neugeborenenvorhaut ist nicht etwas, was wir als einzige Größe für alles Nachfolgende zur Verfügung haben. Vielen Dank, Herr Dr. Stier. Dann leite ich die Schlussrunde ein, wo jeder Teilnehmer noch einmal kurz das Wort bekommt. Ein Stichwort könnte sein, Sie haben gesagt, Barrikaden genannt. Wer geht eigentlich von uns Erwachsenen, uns Starken, auf die Barrikaden für den Schutz von Kindern? Könnte auch etwas sein, worüber wir sprechen, denn die entsprechenden Kinder können sich ja nicht selber verteidigen. Aber Sie entscheiden selbst über Ihr Schlusswort. Darf ich bei Ihnen, Herr Handke, anfangen? Ja, ich habe mich schon gefürchtet für der Schlussrunde. Ja? Wie soll man dieses komplexe Thema, wo wir jetzt sozusagen noch ein neues Teilfeld sozusagen entdeckt haben, wie soll das in wenigen Sätzen dann, ja? Ich lehne mich ein bisschen an Herrn Neubauer an. Ich denke, dass wir das Thema irgendwie anders weiter verfolgen müssen. Uns fehlt ganz viel Wissen und gut, von Hause aus bin ich halt Wissenschaftler, würde ich sagen, wir brauchen da mehr Informationen, wir brauchen da mehr Forschung, wir müssen wissen, lieferkettentechnisch, wer ist das eigentlich und wie funktioniert diese Kette eigentlich, ja? Mhm. Wer ist beteiligt, wie Folge dem Geld, wie es so schön heißt, also wer zahlt da eigentlich wen an was, so. Und ich glaube, also das ist mein informatorisches Bedürfnis, ja, wo ich denke, um auch politisch interventionistisch zu sein, das ist sozusagen die Kapital liegt in den Kampagnenfähigkeit drin, so um Aufklärung und um so. Wunderbar, und da muss ich Sie leider schon unterbrechen, damit die anderen auch noch zu Wort kommen können. Entschuldigung bitte. Herr Dr. Bühmann, Ihr Schlusswort für heute. Wenn keine Elefanten geschossen werden, weil sie nicht geschossen werden dürfen, was völlig richtig ist, gibt es kein Elfenbein mehr. Und wenn es kein Elfenbein mehr gibt, kann Elfenbein nicht mehr verkauft werden. Und die Männer könnten sich auch nicht aus Elefantenstoßzähnen potenzförderndes Pulver inhalieren. Was ich sagen will, ist Folgendes. Vorhäute im Labor
können überhaupt nicht stattfinden, weil gesunde Vorhäute nicht abgetrennt werden dürfen, weil die Industrie gesunde Vorhäute braucht. Und gesunde Vorhäute gehören an den Mann und nicht abgeschnitten. Und damit ist der Markt tot, ausgetrocknet. Und damit ist diese Industrie im Eimer. So einfach ist das. Das heißt, es gibt überhaupt keine Vorhaut auf der Welt, die den Weg in ein Industrie- oder Kosmetiklabor finden darf. Vielen Dank, Herr Dr. Bühmann. Herr Professor Franz, Ihr kurzes Schlusswort, bitte. Ah, Herr Professor Franz ist gerade, kann er uns nicht hören? Dann gebe ich weiter an Herr Dr. Ja, da bin ich. Pardon. Stichwort Barrikade. Wir dürfen uns das Recht auf moralische Empörung nicht nehmen lassen. Und gerade in diesem hochsensiblen Bereich müssen wir erwachsenen, älteren Männern, den jungen Männern beistehen. Und wenn wir neue Männer haben wollen, wie vielfach gefordert, dann müssen die Alten aufhören, die Jungen zu verletzen. Ja. Der Zusammenhang jetzt im Speziellen zwischen Enteignung der Vorhaut des Jungen, für den sie angeblich wertlos ist, hin zur Verwertung, zur Wertzusprechung in industriellen Kontexten ist ein moralischer Skandal. Die Vorhaut ist nicht nur wertvoll für die Biotechnologie, sondern sie ist in ihrem eigentlichen Wert wertvoll für den Jungen. Dieser moralische Skandal gehört vor die zentrale Ethikkommission der Bundesärztekammer und in den Deutschen Ethikrat, neben der Faktenaufklärung. Vielen Dank, Herr Professor Franz. Dann Herr Neubauer, Ihr Schlusswort. Bitte. Ja, ich engagiere mich ja im Kontext von Jungen- und Männergesundheit und meine langjährige Erfahrung ist die, dass da niemand auf uns zukommt, sozusagen proaktiv unsere Anliegen nach mehr Wohlbefinden, gesündere Lebenserwartung mit unterstützt, sondern dass wir selbst aktiv werden müssen. Also ich habe es selten erlebt, dass wir sozusagen eingeladen wurden, sondern wir mussten uns immer selber melden. Und das wird uns in diesem Fall auch so geschehen, dass wir uns da selber melden müssen, dass wir unseren Schutzauftrag wahrnehmen müssen, unsere politische und auch moralische Verantwortung. Und dieser Grundsatz eben angesprochen, wir Männer müssen dafür sorgen, dass Junge nicht verletzt werden. Wenn wir in Zukunft andere Formen von Miteinander der Geschlechter haben wollen, das ist dann ein ganz zentrales Element. Vielen Dank, Herr Neubauer, für Ihr Schlusswort. Und dann Herr Dr. Stier zu Ihnen und Ihrem Schlusswort. Also, wir sind uns alle darüber einig, dass die Entnahme intakter neugeborener Vorhaut medizinisch und ethisch nicht gerechtfertigt ist. Hier muss darauf gedrungen werden, dass es zu einer Ergänzung im Strafgesetzbuch kommt und dass man sich von der Seite her damit beschäftigt und eine Gleichstellung erreicht gegenüber dem, was ja gesetzgeberisch schon festgelegt ist, was bei den Mädchen nicht passieren darf. Es ist, wie schon mehrfach angeklungen, völlig abstrus, hier mit unterschiedlichem Maß zu messen. Und offensichtlich sind zumindest im Ausland ja schon Gerichte unterwegs, dieses nicht mehr zuzulassen. Also da ist eine große Lücke und diese Lücke muss geschlossen werden. Dann kommt die kommerzielle Verwendung, die ist grundsätzlich zu untersagen. Das sind die ethischen Aspekte gefragt der Organ- und Gewebetransplantation. Auch hier ist die Anlaufstelle ganz klar, die Ethikkommission und dementsprechend auch die Formulierung, die aufgenommen werden muss, dass das, was für Organ- und Gewebetransplantation gilt, selbstverständlich auch gilt, in dem Fall für die männliche Vorhaut. Eine finanzielle Entschädigung, Weiterveräußerung darf niemals vorgesehen werden, denn sonst würde man natürlich dem Organ handeln und ich beziehe mich ausdrücklich bei der Verwendung der Vorhaut auch auf den Organhandel, um nichts anderes handelt es sich nämlich, dass das nicht stattfinden darf. Also da muss von vornherein muss das ausgeschlossen werden. Das führt zwangsläufig dazu, dass natürlich auch eine Kommerzialisierung im Hinblick auf die Weiterverwendung und Wiederverwendung nicht mehr stattfinden darf. Das heißt kurzum, mit dem, was man bei den Neugeborenen entnimmt, darf keinerlei finanzieller Ausgleich erfolgen. Damit ist es wahrscheinlich auch für die Industrie nicht mehr lukrativ und abgesehen mal von den ethischen Hürden, die dann hoffentlich auch in dem Zusammenhang aufgestellt werden. Und
Ausgenommen ist selbstverständlich nur das, was man aus medizinischer Indikation, wie zum Beispiel bei einem Krankheitsbild, was sich Hypospadie nennt, da nimmt man Vorhaut. Man kann auch Mundschleimhaut nehmen, aber Vorhautmaterial ist in dem Fall das Material, was sinnvoller ist für die Rekonstruktionszwecke. Das ist dabei ausgenommen, aber das sind ganz klar umrissene medizinische Indikationen, die dem Patienten selbst dienen und wenn er dafür seine Vorhaut eben zur Verfügung stellt und nicht irgendwie ein kommerzieller Aspekt dahinter steckt. Also die wenigen medizinischen Indikationen, die sind davon ausgenommen, die lassen sich klar definieren und das ist eine Sache, mit der sich dann eben auch die Medizin bzw. die Urologie, die Kinder- und Jugendchirurgie beschäftigen muss. Vielen Dank, Herr Dr. Stier. Dann haben wir eine Punktlandung erreicht. Es ist gleich 11.30 Uhr. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier heute Morgen 90 Minuten diese Diskussion bereichert haben und den damit auch eine ganz hohe fachliche Expertise gleich zu Anfang des Livestreams des weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung uns geschenkt haben. Ich freue mich, wenn wir uns bald in weiteren Diskussionen wiedersehen. Und allen Zusehenden, die jetzt im Stream sind, darf ich sagen, in wenigen Minuten werden wir live nach Australien schalten zu Foreskin Revolution und dem Darwin Institute mit einem, glaube ich, ziemlich bunten Programm. Ich bin auch schon gespannt. Auf Wiedersehen in die Runde und vielen Dank. Bis bald.